Viertelfinale. Da ist die Spitze nicht mehr breit, wie ein Bundestrainer mal gesagt hat. Da erleben wir Leistungsdichte und freuen uns auf ein spannendes Spiel. Und die Atmosphäre hier, die ist wirklich Wahnsinn. Das geht richtig unter die Haut. Und ich denke, da spreche ich auch für Manni. Wir freuen uns auf diese Partie. Und die heutige Begegnung heißt Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und herzlich willkommen hier bei Agritec Multigaming. Ich bin's, der Lifestyler, und wir spielen heute mal den FIFA 15. Mal so zwischendurch als Let's Check in dem Sinne, als nichts Besonderes. Also mal so zwischendurch. Wird nicht permanent auf unserem Kanal kommen. Aber wenn ihr das wünschen tut, schreibt das einfach mal unten in die Kommentare. Ich spiele FC Bayern München, just for fun. Und der Matti, der man auch später hören und sehen tut in dem Let's Play, der wird BVB Borussia Dortmund spielen. Und mal gucken, wie das Ganze so laufen tut. Und die Spielleitung übernimmt heute Heimo Wasserschneider. Und wir haben Anstoß. Schiedsrichter pfeift die Partie an. Es geht los. Franck Ribéry auf seinem Lieblingsplatz, auf dem Flügel. Fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Ja, das war enorm wichtig. Lahm. Zweikampf um den Ballbesitz. Reus. Ach, den Reus. Genau hingeschaut. Alter, der ist ja gut. Und jetzt. Puh. Arjen Robben in Ballbesitz. Lewandowski. Ach, ich wollte gerade abdrücken. Dann hast du ihn auch. Gib Einwurf. Ach, da steht da wieder keiner vor mir. Borussia Dortmund, und das ist keine Übertreibung, gehört nicht nur zu den besten Mannschaften Deutschlands, sondern auch zu den... Eine wunderschöne Entfernung für einen gefährlichen Freistoß. Ja, den werden wir aber kurz ausführen. Ach, viel zu weit. Schiedsrichter zeigt an, es gibt Abstoß. In der Wiederholung sehen wir jetzt nochmal den Zweikampf von ihm. Und alles völlig korrekt, sauber gegrätscht und sich so die Kugel geholt. Jetzt wird es, spielt sich herrlich frei. Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Es muss Einwurf geben. Ja, Einwurf für uns. Jerome Boateng. Lewandowski. Marco Reus. Klare Sache, Einwurf. Schmelzer. So, und wir sprinten nach vorne. Ja, nicht ganz. Ach, Mann. Ach, Mist. Er hat den Ball, der Torwart. Mkhitaryan. Gündogan. Ja,
Ja, wo sollte er sonst noch hin mit dem Ball? Da stand er unter Druck. Ball jetzt im Aus. Das war kein Grenzfall, das war eine klare Sache. Gelbe Karte. Wart, ich hab doch gar nichts gemacht. Boah, da rutscht er immer aber ziemlich rein. Ein klares Foulspiel, korrekte Entscheidung. Da gibt's kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Gutes Tackling auf der Außenposition. Müller. Mit der Entscheidung müssen Sie leben, die war korrekt. Foulspiel, Freistoß gegen den FC Bayern. Lewandowski. Weg damit. Einwurf. Philipp Lahm. Boah. Hat er schon X gedrückt, Mann. Schmelzer. An der Stelle möchte kein Spieler den Ball verlieren. Mkhitaryan. Bender. Müller. Ja, da lässt er den Gegner ins Leere grätschen. Ja, wunderbar gemacht. Sehr, sehr schön. Das ist einfach die Folge des guten Augen. Oh, Mann. Ist gar nicht so einfach. Ja, Foulspiel. Und das gibt Freistoß gegen den FC Bayern München. Da nutzt keine Ermahnung, da gibt es eine Verwarnung, gelb. Oh Mann, das fängt ja wieder gut an, das Spiel. Da sieht man erst richtig, wie er ihm da in die Knochen geht. Furchtbar. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders, so eine Grätsche musst du unterbinden. Also mal ganz ehrlich, so hältst du keinen Angreifer. Und da bekommt er Unterstützung. Ball im Aus, gibt Einwurf. Schmelzer. Bender. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Den hat er nicht voll getroffen. Und das Ergebnis sieht ziemlich mau aus. Und jetzt noch mal eine kurze Wiederholung des Zweikampfes. Und das gibt gelb. Und womit? Mit Recht. Ribéry. Ja, schieß weg. Alaba. Einmal Seitenwechsel. Ach, das wird doch schon wieder nix. Peter attackiert. Oh Mann. Ja, und vor allem, wie stellt er sich denn da? So kann das nichts werden. Oh Mann, ich Vollidiot. Falsche Taste. Bender. Ja, so kann man es auch machen. Dankeschön. Philipp Lahm. Schweinsteiger am Ball. Seiner Routine, mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er dann. Benatia. Toll abgegrätscht, dieser Ball. Benatia. Ah.
Das war die erste Hälfte hier bei Agritech Multigame in The FIFA 15. Und die nächste Folge oder beziehungsweise die nächste Hälfte seht ihr dann im nächsten Let's Play. Bis dann, bis später, tschüss. Ja, das kann ich eigentlich relativ kurz halten. Völlig enge Geschichte bisher und ich gebe keine Prognose ab, wer hier am Ende gewinnt.